Bevor das Video startet, vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So solltest du kein weiteres Video mehr verpassen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Skyblock. Dieses Mal nicht während einem Livestream. Es ist wieder eine ganz normale Folge. Dürfte also alles kein Problem mehr sein. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon gezeigt habe, aber ich habe jetzt hier zwei Inseln. Also die vielleicht gezeigt, die nicht. Weiß ich ziemlich sicher. Also ich habe jetzt hier zwei Farming-Inseln und da wird dann noch eine kommen, allerdings keine Farming-Insel. Lasst euch einfach überraschen. Ja, ich war jetzt eine Woche krank. Nee, eigentlich zwei Wochen, wenn man es genau nimmt. Deswegen kam jetzt auch lange Zeit keine echten Videos mehr, immer wieder ein paar Streams. Aber keine Videos. Es tut mir leid. Wirklich, es tut mir leid, aber ich kann da ja nichts für. Also, ich hoffe, ihr seid jetzt auch nicht böse, weil ich kann halt wirklich überhaupt nichts für. Blöde Krankheit. Jedenfalls jetzt bin ich back am Start. Und aufgrund meiner Krankheit konnte ich halt auch nicht zu dem neuen Update was sagen. Nämlich das Slayer Update. Was es genau ist, sage ich euch. Und zwar müsst ihr, um damit überhaupt anfangen zu können, müsst ihr hier zu der Taverne. Mach hier nicht mal ein Schild dran. Egal. Bis dann hier rein. Und hier unten ist er dann. Der Spieler da. Maddox. Maddox the Slayer. Dann habt ihr hier, also es gibt im Moment drei verschiedene Kategorien, die anderen sind noch nicht freigeschaltet. Einmal Zombie, Spinnen und Wölfe. Ich habe jetzt nur Zombie mal probiert, deswegen zeige ich euch das. Und zwar gibt es hier das Slayer-System, da kann man zum Beispiel auch im Rezeptbuch hier Slayer-Recipes. Habe ich jetzt schon Vivian Viscera, Round of Healing und Zombie Wing freigeschaltet. Es sind nice Sachen dabei, also es lohnt sich, dass ich hier das zu machen. Also wie das Ganze funktioniert. Es gibt hier sogenannte Quests. Hier zum Beispiel, wenn man komplett neu ist, ist es ungefähr so. Health-Fragezeichen, Damage-Fragezeichen, alles mögliche Fragezeichen. Das wird alles aufgeklärt, wenn man diese Quest einmal gemacht hat. So, ihr seht aber auch schon, es kostet Geld. Hier sind es 100 Coins, da 2000, da 10.000. Und ja. Hier muss man erst höheres Combat-Level haben. Jedenfalls mache ich das jetzt einfach mal, um es euch zu zeigen. Ich klicke hier drauf, bestätige und bin erstmal 100 Coins los. Dann müsst ihr Zombies schlachten. Also wenn ihr Zombie-Quests macht, Zombies schlachten, wenn ihr Spinnen-Quests macht, Spinnen und ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. So. Und in diesem Quest geht es halt darum, Combat XP zu sammeln. Was dann, ihr seht schon rechts in Kills, einfach netterweise angezeigt wird. So viele Kills muss man machen, falls ihr gerade fragt, warum die mich nicht mehr angreifen. Ich habe Talisman. Deswegen ist das ziemlich einfach, was Zombie angeht. Und wenn ihr dann diese Anzahl erreicht habt, also wenn ihr genauso viele Zombies gekillt habt, wie ihr braucht, dann seht ihr gleich, was passiert. So. Wo sind Zombies? Zombies. Und für die Tryharder unter euch, hier in den Höhlen spawnen extrem starke Zombies, da Crypt Girl Zombie. Mit denen möchte man sich eigentlich nicht unbedingt anlegen. Weil selbst ich habe Probleme damit. Mit meiner Golem-Rüstung. Einfach nur für die Tryharder unter euch, ja. Als Anfänger würde ich euch das nicht empfehlen. So, dann habe ich hier auch fertig killt und dann da seht ihr. Spawnt ein Boss. Das ist dieser Boss, den ihr auch
gesehen habt mit dem Health Fragezeichen, Damage Fragezeichen und bla 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 bla. So, wenn ihr dann das geschafft habt, den Boss zu killen, hat man schon gesehen, kommt ihr Rivian Flash. Das ist das Wichtigste für diese ganzen Crafting-Rezepte. Alles wird mit diesem Rivian Flash crafted. Also an der Zombie-Rezepte jedenfalls. So, dann Slayer Crest complete. You've slain the boss. Skyblock is now a little silver, thank you. To you. Mhm. So, und da seht ihr schon Reward. Ich zeig gerade mit meinem Finger auf dem Bildschirm und ihr seht es gar nicht. 5 Zombie Slayer XP. Und ich bin gerade Zombie Slayer Level 2 und das nächste Level gibt's in 145 XP. Und so steigt ihr halt von Level zu Level. Und hier könnt ihr dann, ist dann frei. Das heißt, da, wenn ihr dann, wenn ich jetzt unlocks Zombie Slayer Level 3 erreicht habe, kann ich da draufklicken und dann habe ich dieses Rezept freigeschaltet. Und so funktioniert das halt immer und immer und immer weiter. Aber die Bosse werden halt auch immer und immer stärker. Also schon allein mit dem Level, mit dem Zweier. Hallo? Level? Boss? Habe ich schon Probleme gehabt. Den Sand zu kriegen. Was mir wiederum zeigt, ich brauche definitiv stärkere Rezepte. Aber das lässt sich auch schnell bewerkstelligen. Ja, und wie gesagt, wo ihr allerdings aufpassen müsst, ist, wie ich schon gesagt, vor allem bei den höher gelevelten Bossen, vor allem Boss Level 3. Also, Boss Level 3 ist extrem hardcore. Also, das ist echt super hardcore, die dann zu kriegen. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Und extrem starkes Equipment. Und ich habe das jetzt, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Aber es gibt ein Item. Müsst ihr auch einfach mal. Also, das wird jetzt hier kein Tutorial-Video. Ich wollte euch einfach nur kurz ein bisschen über das neue Update informieren, was ja jetzt inzwischen auch nicht mehr so neu ist. Aber ich wollte zumindest ein bisschen drüber gelabert haben. Und jetzt kann ich das Video schon beenden, auch wenn es nur 7 Minuten 30 ist. Aber egal. Ich liebe gerade diesen Talisman, dass die Level 1 Mobs mich nicht mehr angreifen. Das ist so das Beste, was ich je machen kann. Warum fahre ich hier gerade alles ab? Eh nicht verbinden, sondern ich diese Quest nicht aktiviert. Aber gut. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht antworte ich ja drauf, wenn ich die Antwort weiß. Muss noch die Quest beenden. Also, schnell hier hinten dran. Boom, 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 boom. Wer steht denn da? Zombie! Brand 1, 2, so. Und ist das nächste Level 40 XP. Prinzip verstanden? Gut. Auf zu meiner Insel. Warum ich immer davon ins Portal gehe, ich habe keine Ahnung. Ich könnte hier auch einfach Warp to Private an. Nee, das ist doch so. Nee, das ist viel zu einfach, ey. Hallo? Hatte ich was bestellt? Oder? Ich liebe diese Portale. Was mich halt echt nervt, dass das nicht möglichst gleich sein kann, ne? Ich habe jetzt aber auch keine Lust, das nochmal abzureißen, alles abzureißen. Und Leute, das hier wird dann vermutlich auch abgerissen in nächster Zeit. Einfach aus dem Grund. Ah. Das ist ja eigentlich so gar nicht funktioniert. So. So, dann. Ist wirklich gut gearbeitet, mein Freund. Was wollte ich noch machen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die 10 Minuten sind fertig. Ich könnte die Folge jetzt schon beenden. Das war's schon mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war
Einerseits ein bisschen langweilig, andererseits aber auch nicht. Ich hoffe, es hat euch aber trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da und vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke auch zu aktivieren. So solltet ihr kein weiteres Video mehr verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich werde ich nicht wieder so krank. Ciao.